Hi, grüß euch, willkommen beim Poolpanda. Heute schauen wir uns mal einen Pooltester an, mit dem ihr die Wasserwerte testen könnt, und zwar eins aus der High-End-Liga. Und zwar, das ist der von Iopool, das ist der sogenannte Echo-Wassertester. Ja, und ganz klar, was das Gerät ausmacht, das ist die sogenannte Konnektivität. Das ist nicht ein klassischer Wassertester, den ihr jedes Mal im Pool geben müsst und dann schauen müsst, hey, wie stehen die Wasserwerte, und dann müsst ihr bei der Messung noch zusätzlich schauen, hey, mache ich hier irgendwas falsch, sondern das geht da rein, die Daten gehen an euer Smartphone und das alle 15 Minuten. Das heißt, ihr habt jeden Tag zig Tests und das ohne, dass ihr selber aktiv werden müsst. Das ist natürlich ein totaler Luxus. Der wird für ganz normale Swimmingpools verwendet und auch zusätzlich für Whirlpools. Das Besondere ist, er kann nämlich Temperaturen bis 45 Grad Celsius vertragen. Also auch wenn ihr jetzt einen Luxus-Whirlpool habt, dann kann man den auch sogar hierfür benutzen. Das Ganze ist in einem relativ hohen Preisbereich angesiedelt im Vergleich zu Teststreifen und Testtabletten. Das heißt, wir sprechen hier von 200 Euro aufwärts. Das heißt, selbst im Vergleich zu einem Pool-Lab noch mal eine Stufe höher. Ja, was ist jetzt der Gegenwert von so einem Wassertester? Wieso gibt es einige Leute, die hier wirklich sehr viel Geld für ausgeben? Das eine ist, dass es ein elektrodenbasierter Wassertester, und zwar einer mit vernünftigen und gescheiten Elektroden. Das heißt, da wird auch teilweise mit sehr hochwertigen seltenen Metallen gearbeitet, teilweise mit Platin, teilweise mit Gold. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr hochwertige Elektroden. Die haben den Vorteil, dass eben nicht ständig kalibriert werden muss, wie bei sehr günstigen Elektrodenmessgeräten. Und auch den Vorteil, dass die Messergebnisse viel zuverlässiger sind. Ja, das hier, das ist der Schwimmer. Da sind eben unten die Elektroden und den lässt er im Pool schwimmen. Das seht ihr, das kann man auch im Whirlpool schwimmen lassen. Ist eine ganz angenehme Sache, oder auch im Swimmingpool. Ja, und diese Elektroden, die messen die Wasserwerte. Und zwar folgende: Brom, wenn ihr das habt, oder Sauerstoff oder auch Chlor. Letzten Endes eigentlich genau genommen die Kombination, beziehungsweise je nachdem, was ihr habt. Und zwar wird hier tatsächlich nicht genau ein Bromwert oder ein Chlorwert oder ein Sauerstoffwert gemessen, sondern die Redoxspannung. Was sagt die Redoxspannung aus? Die Redoxspannung sagt aus, und zwar, wie das Desinfektionsverhalten im Pool vonstatten geht. Haben wir eine sehr gute Desinfektion, werden Keime, organische Materialien sehr schnell erledigt, oder wird es sehr langsam erledigt und das Desinfektionsvolumen bzw. das Desinfektionspotenzial reicht nicht aus. Das sagt euch die Rettungsspannung aus. Manchmal ist es insofern wichtig, weil gerade, ihr wisst es ja, bei komplexeren Szenarien, wenn man noch Cyanursäure im Wasser hat, da ist der reine Chlorwert gar nicht mehr so aussagekräftig. Deswegen kann ein Redoxwert in der Praxis tatsächlich sehr hilfreich sein. Was ihr noch misst, das ist der pH-Wert, auch sehr gut. Und zusätzlich die Wassertemperatur. Und jetzt kommt das Highlight, das Ganze wird auf euer Smartphone geschickt. Ihr habt da nämlich eine App von Iopool, das seht ihr hier am Smartphone, und da werden euch die Wasserwerte angezeigt. Da wird euch angezeigt, hey, das Desinfektionspotenzial ist zum Beispiel sehr gut, passt alles, oder hey, boah, das schaut echt schlecht aus, da könnten sich Bakterien jetzt vermehren, werd mal tätig. Das Ganze, zumindest mein Gerät, macht das alle 15 Minuten, das hat nämlich einen gewissen Grund. Das Gerät soll ungefähr 2 Jahre halten, weil nach 2 Jahren müsst ihr zumindest die Elektroden innen drin austauschen und die Batterieversorgung. Und das heißt, während der 2 Jahre, so lange habt ihr auch die Garantie, da braucht ihr das Gerät einfach nur ins Wasser halten und sozusagen dann nie wieder was tun. Ihr müsst auch nicht aufladen oder so. Es ist halt maximal komfortabel. Und eben nach 2 Jahren, zum jetzigen Zeitpunkt, müsste man wieder 100 Euro investieren, ungefähr für neue Elektrodenzellen. Also ihr merkt schon, das ist eine gehobene Preisliga, aber es ist halt ultra komfortabel. Denn wenn man die App nutzt, dann gehen die Daten praktisch die ganze Zeit ans Handy mit eben alle 15 Minuten aktualisierten Werten. Und wenn ihr die Version nutzt, die noch dazu diesen Empfänger hat, das ist nämlich ein WLAN-Empfänger, dann kriegt ihr das Ganze auch praktisch übers Internet. Also ganz kurz erklärt, ohne diesen WLAN-Empfänger, da müsst ihr mit dem Smartphone relativ nah rangehen, sagen wir mal so 2, 3 Meter oder 4 Meter oder so, dann kriegt er die Daten. Mit dem WLAN-Empfänger, da könnt ihr hingegen am anderen Ende der Welt sitzen und könnt von dort aus die Wasserwerte mitbekommen. Das ist auch ganz gut, wenn man selber für den Pool verantwortlich ist und jemand anderen Anweisungen geben muss, der sich jetzt nicht so mit dem Pool auskennt, dass man dann sagen kann, hey, mach das und das. Wo wir gerade bei den Anweisungen sind, und zwar Iopool liefert euch das Set
mit ein bisschen Poolchemie dazu. Ihr könnt die App nämlich dahingehend nutzen, dass ihr zusätzlich auch anhand der Wasserwerte und der Kombination aus Temperatur die Empfehlungen bekommt, hey, wie viel Chemie muss ich jetzt hinzugeben? Muss ich jetzt zum Beispiel 4 Löffel pH- oder pH+ hinzugeben? Sollte ich jetzt ein bisschen Chlor hinzugeben oder Sauerstoff, wenn ihr das nutzt? Tatsächlich, die Elektroden, je nachdem, es gibt nämlich ein Sauerstoffset, ein Bromset und ein Chlorset. Die Elektroden sind da jeweils gleich. Da ist nur die Chemie, die dabei ist, eine andere. Ihr könnt euch die Chemie über die App bei IOPool nachbestellen und das ist insofern sozusagen ein Komplettversorgungsset. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann arbeitet ganz normal mit eurer üblichen Chemie weiter. Wenn ihr zum Beispiel ganz normal sagt, ihr schwört auf Höferchemie, ja, arbeitet einfach damit weiter und es ist gut, wunderbar. Das funktioniert auch. Also das ist kein Ausschlusskriterium, wenn ihr eine Chemie nutzt von einer sozusagen anderen Marke. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Die App, die will von euch gewisse Daten haben. Die sind notwendig, wie zum Beispiel eben ungefähr euren Standort. Warum? Weil letzten Endes die App auch mit Vorhersagen aufwartet. Das heißt, sie liefert euch Daten, ja, wie das Wetter in den nächsten Tagen erwartet wird. Und die App errechnet daraus, wie lange euer Filter laufen sollte. Ihr müsst auch in die App ungefähr eintragen, wie groß euer Pool ist, was er für Volumen hat, was für eine Art von Pool ist. Und die App versucht euch dann zu helfen, was macht er in eurem Pool. Das ist ganz gut, wenn man noch nicht so viel Ahnung von dem Pool hat. Da wird man so ein bisschen an der Hand gereicht und erleichtert euch das Ganze. Vom Preisniveau ist es halt vielleicht dann übertrieben, wenn man sagt, der Pool kostet 70 Euro, da kann man natürlich jetzt ein Gerät mit 200 Euro aufwärts eher nicht verwenden. Wenn ihr aber jetzt, sage ich mal, einen Stahlbahnpool habt, der vielleicht bei 15.000 Euro liegt oder gar einen Pool für 60.000 Euro, dann kommt hier so ein Set zwischen 200 und 300 Euro, je nachdem welche Variante, kommt euch dann nicht eben übertrieben teuer. Dann finde ich das sogar eigentlich ziemlich angemessen, muss ich sagen. Also es ist auch wirklich, sage ich mal, tatsächlich für solche Sachen gedacht, für solche, sagen wir mal, High-End-Setups oder zumindest solche Mid-Range-Setups. Also was sonst noch zu sagen gibt, ich habe es bei mir zu Hause genutzt und zwar der Empfänger ist im Haus und draußen ungefähr 10 Meter Luftlinie und eine Wand dazwischen, da ist praktisch der Pool und da schwimmt dieses Gerät. Die Verbindung klappt hier wunderbar, aber wenn jetzt der Pool 20 Meter vom Haus steht, dann glaube ich, wird schon schwierig. Also ihr solltet schon schauen, dass jetzt praktisch dieser Empfänger nicht zu weit vom Pool weg ist. Also das müsst ihr noch beachten, dass hier die Luftlinieabstand nicht zu hoch wird oder das, was weiß ich, wie viele Hindernisse dazwischen sind. Aber allgemein, bei mir hat es äußerst gut funktioniert und ich fand es immer ganz interessant, in der Arbeit zu sein und dann letzten Endes dort ab und zu mitzubekommen, hey, wie geht's meinem Pool eigentlich zu Hause? Also wirklich sehr, sehr komfortabel. Was man sonst noch wissen sollte, und zwar, es gibt neben der Version, also praktisch Brom, Chlor, oder Sauerstoff, beziehungsweise mit oder ohne Empfänger, gibt es noch eine Version, und zwar eine, die salzwassertauglich ist. Passt auf, die normale Version, die ist für normales Wasser mit Chlor gedacht oder eben halt die anderen Desinfektionsstoffe. Wenn ihr aber eine Salzwasserdesinfektion habt, dann müsst ihr auch definitiv die Version auswählen, die praktisch die Elektroden hat, die sind anders beschichtet, die für Salzwasser tauglich sind. Kostet halt ungefähr 20 Euro mehr, ist es aber natürlich wert, weil die anderen gehen euch natürlich kaputt. Also deswegen, wenn ihr Salzwasser habt, passt auf, die richtige Version auszuwählen. Wir haben den Test auch ein bisschen intensiver hier auf Poolpanda. Dort zeigen wir euch, welche Version was macht, wo ihr auch die richtige Version herbekommt. Schaut da gerne hier oben auf den Link. Das würde ich euch empfehlen, weil da macht ihr auch keinen Fehlkauf, sofern euch das jedenfalls interessiert. Ja, zwei Sachen wären noch zu sagen, und zwar das Gerät, das mag Temperaturen im Wasser von 15 Grad aufwärts. Das heißt jetzt, sage ich mal, im späten Herbst, wenn die Wassertemperaturen auf 10 Grad gehen, da solltet ihr das Ding einfach, sage ich mal, aus dem Pool nehmen und überwintern. Und wie funktioniert das? Diese Elektroden, wenn die im Trocknen sind, die gehen euch möglicherweise teilweise kaputt, beziehungsweise die werden dann ungenauer. Ihr müsst also diese Kappe hier nehmen, müsst hier Wasser einfüllen und dann hier das Gerät draufstecken. Ich werde jetzt gleich das Wasser wahrscheinlich raufsprühen. Ich zeige es euch ganz kurz. So, hier drin ist Wasser. Das wird hier reingesteckt. Dann wird es an den Ort getan, wo natürlich jetzt, sag ich mal, die Temperaturen nicht unter 0 Grad gehen. Und dann wird es halt einfach schön überwintert und dann passt das auch. Und dann könnt ihr das einfach, sag ich mal, 2 Euro nutzen, neue Elektroden rein und dann habt ihr dauerhaft ein sehr interessantes System. Ja, also gehen wir mal zum Fazit. Also bei uns im Team ist der sehr gut angekommen. Also das Fazit ist auch von Kollegen sehr positiv. Ich selber würde ihn auch privat auf jeden Fall nutzen. Und ich würde es dann empfehlen, wenn einem halt dieser Anschaffungspreis nicht allzu sehr wehtut. Wenn man sagt, okay, entweder das ist es mir auf jeden Fall wert oder es tut nicht weh, weil es sowieso in einem sehr
hohen Setup ist. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Was man sonst noch dazu sagen muss, er misst euch ja gewisse Wasserwerte nicht, zum Beispiel Cyanursäure oder auch, sag ich mal, das totale Chlor bzw. das Chlor direkt. Ne? Der macht ja eben immer nur die Ableitung, wie schaut es mit der Desinfektion aus. Ich würde in einem gewissen regelmäßigen Abständen, vielleicht alle paar Wochen, würde ich mal diese Werte messen, würde mal anschauen, okay, wie schaut es mit der Cyanursäure aus, wie schaut es damit aus. Wenn ihr mit den Werten noch nicht so genau was anfangen könnt, dann schaut bitte hier oben in den Link, da findet ihr ein paar interessante Ratgeber über Wasserwerte, beziehungsweise die sind auch aufgelistet und wie ihr idealen Chlorwert haltet. Schaut euch mal in unserer Ratgebersektion an, da könnt ihr noch viel lernen. Und auf jeden Fall insgesamt einfach eine tolle Sache, würde ich sagen. Ja, das war's dann auch. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall gerne mal wieder vorbei. Wir haben auch viele bisher tolle Videos für euch. Ich wünsche euch was, euer Poolpanda-Team, Benny hier. Ciao!